Jäger. Und Vogel. Also hier an dem Strick geht's los. Links um. Ja, was denn jetzt so? Links um. Herr Schaller, ich grüße Sie ganz herzlich hier an der Schanze. Ich bedanke für die Vorstellung. So, und da nicht allzu viel Wind weht, werden Sie merken, dass Sie die Pulver ziemlich festhalten auf dem Gelände. Und da nur mit Schwarzpulver geschossen wird, während die Truppen, die in Kolonne dastehen, als Linieneinheiten, entweder in Linien, Kolonne angreifen. So, jetzt sind die Franzosen auf der linken Seite in Nahkampf geraten, treiben gegen die Gardejäger, gegen die Lützer. Drin steht noch ein General der Preußen. Darstellung. Andreas Zut, Darstellung. Schütze hier vorne. Ja. Der Einzige, der es noch schießen kann, wäre Mörser. Und der hat es gezeigt. Vielleicht nochmal zu, wie wir hier gesehen haben, hat es hier an dieser Stelle nicht gegeben. Aber hinter der bei Griechwitz, das könnte man damit in etwa vergleichen. Die Truppen, die in Griechwitz die Kämpfer eingeführt wurden, sind zum großen Teil durch Hohenstein marschiert. Da muss ich mal überlegen, dass vor der Franzosen mit 40.000 Mann und 60 Geschützen durch diese kleine Stadt. Die Gardejäger ziehen sich noch einmal aus der Umklammerung der Franzosen zurück. Ja, eben stehen die polnischen Truppengegner. Die russische Einheit hat ein weißes Zeichen gesetzt. Alle hoch!
Liebes Publikum, wir freuen uns, dass Sie hier Ausgaben haben. Im Moment stellt die Gruppe Sicherheit her. Das wird geschaut, dass hier das Gewehr entnommen ist, sodass es nicht zu Unfällen kommen kann. Dann werden wir hier uns nochmal vor Ihnen aufstellen und präsentieren. Haben Sie recht herzlichen Dank für Ihr Kommen und ich hoffe, dass wir uns demnächst hier wiedersehen. Vielen Dank. So, in der Mitte steht der Organisator dieser Veranstaltung, Steffen Schaller, neben dem preußischen General. Auf König! Ein Dreimal-Säuber!